Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation der 2025er Beta Enduro Modelle X Pro. Wir befinden uns hier in niederösterreichischen Ruhr im Gebirge. Das ist ein spektakulärer alpiner Alpenkurs, wie gesagt, mitten in den Bergen. Und da haben wir heute die Möglichkeit, die neuen Beta-Modelle X-Pro von der 125er 2-Takt bis zur 480er 4-Takt ausgiebig zu testen. Und das wird, denke ich, ein ganz interessanter Tag für uns. Und ich bin gespannt. Es gibt viele Neuigkeiten an dem Motorrad für die 25er Modelle. Speziell X-Pro hat viele Veränderungen am Fahrwerk gemacht. Und da bin ich gespannt, wie es das fahren lässt. Und dazu gibt es später mehr. Neu ist auch bei diesen Modellen, dass eine neue Lenkeraufnahme verbaut wurde mit Schwingungsdämpfer bzw. Vibrationsdämpfer, dass die harten Schläge nicht ganz so am Lenker bzw. an den Armen und Händen ankommen, was man auch deutlich merkt beim Fahren. Dazu kommt der integrierte Mapping-Schalter im Lenkerpolster, ist neu, wurde von der Position her versetzt und bietet jetzt auf den ersten Blick sofort die Einstellungsmöglichkeiten und auch auch neu ist bei diesen Modellen der neue größere Nissin-Bremssattel, der eine bessere Dosierbarkeit und auch mehr Reserven bietet. Das ist geschuldet an der Rahmenkonstruktion, der hat jetzt mehr Platz hier und konnte auch deswegen verbaut werden. Ja, also der gravierendste Unterschied bei dem X-Pro-Modell zur AR Racing ist im Prinzip das Fahrwerk. Das ist eine neue Gabel von ZF entwickelt worden. Besonderheit bei der Gabel ist, dass diese auf einer Seite nur die Feder hat, auf der anderen Seite Druck- und Zugstufe. Und dazu kommt noch in Kombination der Dämpfer. Das ganze Motorrad ist ein kleines Stück tiefer wie die normale RR Racing und deswegen im harten Enduro bzw. im schweren Gelände ein bisschen handlicher und dadurch auch besser zu fahren. So, nach einem langen Fahrtag und einem ausgiebigen Training mit allen 2- und 4-Takt-Modellen der neuen X-Pro Beta 2- und 4-Takt-Modelle 2025 haben wir ein paar Fazit bzw. ein paar Erkenntnisse getroffen. Und wir hatten halt wirklich, wie gesagt, die Möglichkeit mit allen Motoren ausgiebig zu fahren. Ich würde bei den 2-Taktern anfangen. Es geht mit der 125er los und ist ein tolles, leichtes Motorrad, hat trotzdem für 125er viel Performance. Durchdrucksstark ist man es bei 125er eher nicht so gewohnt, aber ist wahrscheinlich auch so abgestimmt, dass man halt im harten Enduro, im schweren Enduro ein bisschen mehr Kraft hat. Die große Schwester davon, die 200er, ist im Prinzip irgendwo zwischen 240 und 125 anzusiedeln, hat ruhig noch ein besseres Drehmoment, besseren Durchzug und lässt sich auch sehr, sehr gut fahren. Ist, denke ich mal, für Anfänger auch ein gutes Motorrad, sehr handelbar, immer noch genug Kraft. Und steilen Passagen dort was zu klären. Ja, dann gibt es die 250er, mein persönlicher Favorit bei den 2-Taktern. Fühlt sich eher an wie eine gutmütige 300er, hat unten raus schon gute Leistungsfaltung in den unteren Drehzahlbereich und dann im Prinzip entfaltet sich sehr linear, hat wenig Spitzen drin in der ganzen Leistungsfaltung und macht halt dadurch auch einen guten beherrschbaren Eindruck für das ganze Motorrad. Die 300er, die es dann noch gibt als größte 2-Takter bei den X-Pro-Modellen, ist im Prinzip eine ganze Nummer kräftiger wie die 250er. Wer es mag, wer da gut fahren kann damit, wer die Ausdauer hat und die Kraft, dann ist das das richtige Motorrad, hat in jeder Lage Leistung, bietet auch wirklich dem professionellen Fahrer immer genügend Reserven und ist alles in allem sehr kompakt, das ist wie alle 2-Takter zusammengepacktes Motorrad. Nochmal kurz, generelle Geschichte. Bei den ganzen X-Pro-Modellen ist die Sitzhöhe reduziert um 20 mm. Merkt man deutlich im schweren Gelände, man ist immer, wenn man ein bisschen korrigieren muss, mit dem Fuß eher am Boden. Es geht kompakt um enge Stellen rum, lässt sich gut fahren.
man hat auch bei schnellen Bergabpassagen sehr viel Kontakt zum Boden. Also man merkt dadurch deutlich, dass es nicht so abgibt, das Motorrad, und nicht so viel federt, sag ich mal. Selbst auch bergauf. Eine gute Geschichte, wenn man ruhig mal rasten muss, ist man immer schnell wieder kurz am Boden und auch wieder zurück in den Rasten, lässt sich wirklich gut fahren. Und deswegen muss ich sagen, es ist eine sehr, sehr große Erleichterung, jetzt gerade im Hard-Enduro-Bereich. Denke ich, das wird sich sehr etablieren. Noch eine Neuigkeit bei den Zweitaktern, ist gerade wichtig für den Extrem-Enduro-Bereich, die Entlüftung vom Kühler. Also im Prinzip, jeder kennt das ja, wenn das Motorrad heiß wird und im Stand halt wirklich anfängt zu kochen, wird hier das Wasser, wie es üblich ist, nicht einfach ins Freie gepustet, sondern es gibt ja einen Ausgleichsbehälter im Rahmen, wo das Wasser, das Kühlwasser im Prinzip zurückgeleitet wird, und wenn das Motorrad wieder abkühlt, zieht sich über Unterdruck praktisch das Kühlmittel wieder rein in den Kühler, und somit wird Kochen oder zeitiges Kochen vom Motorrad vermieden und man hat ein bisschen mehr Sicherheit, auch wenn es schwer zugeht und wenn die Temperaturen ein bisschen steigen. Ja, die Viertaktmodelle 2025 von Beta X Pro. Ähnliches Konzept wie bei den Zweitaktern, sind von der Sitzhöhe 20 mm tiefer. Das resultiert aus der Anpassung des Fahrwerks vorne und hinten, was auch wie bei den Zweitaktern schon im schweren Gelände eigentlich eine gute Performance macht. Man hat immer schnell den Kontakt zum Boden, wenn man mal irgendwo ins Rutschen kommt bzw. mal den Fuß setzen muss oder eine schwere Passage kommt. Gerade auch beim Umsetzen in den Trails hat man gemerkt, man hat das Motorrad schnell umgesetzt und ist sicher und ist auch relativ oder sehr immer kompakt im Motorrad und nah dran am Geschehen bzw. auch am Boden. Und das ist manchmal so, der gefühlte Zentimeter fehlt am Fuß vor dem Kippen, der gibt dann immer noch die Sicherheit durch das etwas tiefere Sitzen. Und ja, ansonsten von der Motorcharakteristik ist es ähnlich wie bei den Racing-Modellen. Geht los bei der 350er. 350er ist so das Motorrad, wo man sich einfach draufsetzt, Spaß hat, geht in jeder Lebenslage. Wenn man ein bisschen mehr Durchzug will, ist auch die 390er eine schöne Alternative. Die vereint so ein bisschen das Kräftigere mit dem kompakten und leichten von der 350er. Die 430er ist dann schon ein bisschen kräftiger, wenn ich es mal so sagen darf. Das ist ein schnelles Motorrad, auch gerade hier im schweren Gelände. Also muss man schon aufpassen, dass man die Leistung in die Richtung bringt, in der man so möchte. Trotzdem auch von der Charakteristik her ein gutmütiger Motor. Also ist jetzt nicht, dass der ein übermäßig Leistungsverhältnis hat, aber man merkt halt schon, dass da viel Kraft da ist und dass man die auch dosieren sollte. Ja, dann gibt es zum Schluss noch die 480er X Pro. Ist dann schon ein sehr kräftiges Motorrad. Muss man sich überlegen, ob man das im schweren Gelände so fahren möchte. Das fühlt sich jetzt nicht unbedingt schwerer an, aber man sollte dann schon ein bisschen versierter sein und auch so ein Motorrad gut im Griff haben. Ansonsten durch die Bank weg sind alle Viertaktmotoren sehr gut zu fahren. Durchzugsstark, Drehmoment ist da. Auch bei den größeren Modellen im schweren Gelände kein Ausblocken. Also wie gesagt, durch und durch gelungen. Und mit der Kombination des etwas tieferen Sitz hier und des Fahrwerks hat man halt wirklich ein gutes Gefühl im schweren Gelände und kann die Motorräder halt wirklich auch gut umsetzen und händeln. Ja,